Ja, dann würde ich sagen, jetzt nochmal für die Aufzeichnung herzlich willkommen. Ich würde euch jetzt so ein bisschen mal durchführen durch das Programm der LostCon, den Ablauf, was man vorher vielleicht schon tun kann. Ihr hattet vielleicht gesehen, wir haben heute auch nochmal so einen kleinen Discord-Test, wo wir Discord ausprobieren. Das findet dann im Nachgang statt. Also wenn wir bis 14 Uhr brauchen, 14 bis 15 Uhr, wird dann in Discord auch jemand sein. Es bleibt auch jemand von uns vom Orga-Team hier im Teams drin, falls jemand Probleme hat, überhaupt in Discord zu kommen. Aber lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, das werden wir jetzt alles nach und nach erklären. Ich mache mal eines vorab. Ich gehe mal hier auf die LostCon-Infoseite, die packe ich euch auch gleich nochmal in den Chat, den Link, weil nämlich ich jetzt hier einiges erzählen werde, aber natürlich so eine Veranstaltung ist nie das Werk von einer Person, sondern da stecken ganz viele dahinter. Und wenn ihr auf der Seite quasi, auf der LostCon-Seite mal ganz nach unten scrollt, na, dann seht ihr dort, wer da alles dahinter steckt. Und ich habe sogar vorhin mit Schrecken gesehen, oder Doris hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Doris da sogar noch fehlt. Also das sind die 16 Leute, die jetzt dieses Jahr hinter der LernOS-Convention stecken und da seit Februar den Hauptteil der Arbeit gemacht haben. Gerlinde klatscht schon und Katja auch. Macht das lieber hinter dir nicht, dass es das Unglück bringt. Aber wenn ich da die Teilnehmerliste schaue, dann sind wir da eine recht coole Crowd wieder dieses Jahr. Und ich denke, das wird auf jeden Fall sehr gut. Wir haben dieses Jahr, und das ist auch schon die erste Neuerung, der Link, den ich euch in den Chat gepostet habe. Wir haben eine dedizierte Infoseite nur für das Event. Wir haben letztes Jahr gemerkt, mit diesem ganzen hybriden Thema, da gibt es doch so viel zu kommunizieren und es wäre schön, wenn alles irgendwie eine einzelne Seite hätte und so weiter. Letztes Jahr kam auch so ein bisschen das Feedback, dass wir zu viele Infomails geschickt haben im Vorgang, man gar nicht wusste, wo die Infos sind. Ne? Da gab es Blogs und Infomails und Seiten im Internet, und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir bündeln das alles. Also unter loscon.lernos.org habt ihr jetzt sozusagen alle Informationen im Überblick. Das ist einiges zu lesen. Also ihr seht hier so links auf der Seite, ne? Das ist so die Navigation. Das haben wir versucht so aufzuteilen. Vorbereitung, was ist für vorab wichtig? Dann Location, wie kommt man hin? Da kommen wir auch gleich noch so ein bisschen durch. Programm, was sind die Tools und bis zur Orga unten. Wenn ihr euch da gar nicht zurechtfindet oder was ganz Bestimmtes sucht, gibt es eine eigene Suchfunktion. Das hatten wir letztes Jahr auch nicht. Das heißt, ihr könnt, wenn ich heute irgendwie was sage, und ihr wollt da nochmal nachsuchen, kann man hier dediziert suchen. Und wir haben ganz neu, keine KI-Veranstaltung, natürlich ohne Chatbot. Wir haben einen LostCon-Chatbot aufgesetzt und der kann euch auch, ich hoffe, Fragen beantworten. Also das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Da steckt ein GPT-4 dahinter, also man braucht einen kostenfreien GPT-4-Zugang, aber man braucht keinen bezahlten. Ne, kann man, ich probiere das mal kurz aus. Ich nehme ihn mal hier in die Konferenz. Der ist ein Mollig, sagt er immer, put the AI on the table. Also fragen wir ihn mal. Was ist die LernOS Convention? Die LernOS Convention, kurz LOSCON, ist eine Veranstaltung, die sich auf lebenslanges Lernen und Wissensmanagement fokussiert. Sie findet vom 2. bis 3. Juli 2024 statt und bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Das Programm umfasst verschiedene Sessions zu Lernstrategien Hört und ihr? Best Practices im Wissensmanagement. Weitere Details findest du auf der Webseite der LernOS Convention. Please open your app to see this link. Sehr schöner Sprachwechsel. Also das ist ein kleines Beispiel, was man die fragen kann. Die hat als Grounding quasi die Website, also die Infoseiten und hier die Programmseite, also da, wo sich das Programm hinter verbirgt. Ich habe vorhin schon gesehen, als ich gefragt habe, was sind so Beispiele für Sessions, die mit einem Thema zu tun haben, da hat sie halluziniert. Also da kamen Session-Titels, die gar nicht im Programm vorkamen. Da müssen wir nochmal ein bisschen tunen. Sehr schön. Ich frage euch mal, packt mal in den Chat, wir sind ja mit den Vorläuferveranstaltungen dieses Jahr bei der 8. LernOS Convention. Vielleicht schreibt da mal rein, die wievielte Veranstaltung das von euch ist. Also wer war vielleicht bei den No-Touch 2016 bis 2018 schon dabei oder dann LernOS Camp in München oder dann eben LostCon jetzt die letzten 4 Jahre. 1, 3, 1, 3, 2, 4, der Christian, sehr gut. 2, dritte LostCon, vierte, fünfte, vierte, erste, dritte. Ah, okay, sehr schön. Also schöne Mischung aus alten Hasen und Häsinnen und ganz neuen Neulingen.
Das heißt, wenn ihr da den Chat an euch vorbeifahren seht, der Florian ist irgendwie Paragraph Doppelpunkt, das ist eine interessante Anzahl. Die vielleicht so drei oder größer da stehen haben, das sind alles Leute, die euch dann auch viele Fragen beantworten können, nur wenn Fragen aufkommen, die entsprechend sich da schon so ein bisschen auskennen. Wir hatten das letztes Jahr auch als Feedback, ne, weil wir das erste Mal jetzt zur Veranstaltung kommen, also für alle, die vielleicht eins da reingeschrieben haben, dass das sich so ein bisschen anfühlt, als ob man in so eine Party kommt, wo sich schon alle kennen und vielleicht so eine eingeschworene Gemeinschaft schon ist und der eine oder andere meint, es ist schwierig, da reinzukommen. Ich hoffe, dass wir da als Community offen genug sind und wie gesagt, hängt euch da so ein bisschen an die Leute, die sich schon auskennen und ich glaube nicht, dass da irgendjemand außen vor bleibt. Genau, was wir gemacht haben hier auf den Infoseiten und so würde ich jetzt auch die, diese Vorab-Webkonferenz ein bisschen aufziehen. Wir haben mal so auf die Startseite einen Abschnitt gepackt, alle Infos für eine reibungslose Teilnahme. Da würde ich jetzt mal Punkt für Punkt auch durchgehen. Und nachdem wir ja jetzt mit 63 Leuten eine ganz überschaubare Anzahl sind, würde ich sagen, wenn irgendwo zwischenrein schon Fragen aufkommen oder so, fragt einfach rein. Ne, hebt vielleicht die Hand in Teams, ich habe es im Blick hoffentlich. Wenn nicht, kann Doris oder Christian oder wer aus dem Orga-Team da ist, vielleicht kurz darauf hinweisen. Ansonsten meldet ihr euch einfach per Mikrofon. Genau, ich fange mal oben an. Wann und wo geht's los? Wir hatten ja bisher die letzten Jahre immer den Start auf 13 Uhr gelegt am ersten Tag. Das liegt daran, weil wir die Burg an sich zwei Tage gemietet haben und es nur zufällig so war, dass wir am Vortag schon aufbauen konnten. Also das heißt, der Aufbau, der braucht ja auch so einen halben Tag ungefähr. Letztes Jahr war es dann so, dass wir tatsächlich an Tag 1 oder Tag 0 schon um 13 Uhr sowas in die Burg konnten. Da war eigentlich alles aufgebaut, nachmittags 17 Uhr. Und das heißt, wir gewinnen da eigentlich einen halben Tag. Und das hat man dann letztes Jahr gefragt, ob das immer so geht. Die vor Ort haben uns gesagt, naja, wenn so ein zweitägiges Event ist, vermieten sie die Location eh am Tag vorher nicht. Das heißt, wir haben die jetzt immer schon zum Aufbau ab 13 Uhr quasi an Tag 0. Das heißt, Orga-Team und noch ein paar Leute, die freiwillig mithelfen wollen, die kommen am Montag schon hier zu uns in die Akademie. Wir räumen die Sachen zusammen, fahren darüber. Und das bedeutet, dass wir, dass wer möchte, am 2.7. um 9 Uhr schon in die Burg zum Coworking kommen kann. Also falls jetzt Leute irgendwie sich mit ihrem Learning Circle aus dem MOOC mal treffen wollen oder man will sich einfach zusammensetzen und quatschen, ein bisschen eingrooven in die Veranstaltung. Ne, das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr wollt, ab 9 Uhr aufschlagen. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Da ist der Empfang besetzt, kann man einchecken. Und es ist so, dass wir da auch so ein kleines Mittagessen organisiert haben. Es war ja bei allen, die wir vor Ort gebucht haben, haben wir das abgefragt im Ticket, wer quasi vor Ort essen will. Und ihr kriegt am Empfang dann einen Gutschein in die Hand gedrückt, mit dem könnt ihr unten im Restaurant von der Burg quasi essen gehen. Falls es jemand noch nicht gemacht hat, bitte uns Orga auf irgendeinem Kanal kontaktieren. Wir haben zwar ein paar so Karten auf Reserve, aber wenn das jetzt sehr viele sind, dann müssten wir uns da mit der Burg nochmal in Verbindung setzen. Programm startet 13 Uhr, ganz normal wie letztes Jahr auch. Da kommen wir auch gleich noch im Detail drauf, was da so passieren wird den ganzen Tag. Was wichtig ist, damit der Empfang reibungslos läuft, bringt das elektronische Ticket mit, am besten auf dem Smartphone. Ne? Für jedes ausgedruckte Ticket stirbt ein Baum und wir wollen ja so ein bisschen auf Nachhaltigkeit auch achten. Also ihr müsstet quasi in allen Kommunikationen, die von uns kommen, die kommen ja bei uns aus dem Ticketsystem, ist unten ein Link dran zu eurem Ticket und das könnt ihr entweder dann dort aufmachen und zeigen oder wer iOS und Konsorten hat, kann sich das auch in die Wallet packen und dann ist quasi der QR-Code zum Check-in auch auf dem Telefon drauf. Wie das alles genau geht, wir haben, mache ich auch mal kurz auf, dann habt ihr es mal gesehen, so eine eigene FAQ hier angelegt, ne? Tickets und Check-in, dann Programm als Thema, Toolset für die Veranstaltung und Organisation. Je mehr Fragen jetzt bei uns aufschlagen, desto mehr werden wir die Seite hier auch erweitern. Aber ich zeige es euch mal, ne? Weil das ist letztendlich hier verlinkt, ne? Wie man da genau hinkommt. Falls ihr euer Ticket jetzt noch nicht greifbar habt, findet ihr da. Genau, ich sehe noch keine Hand oben, deswegen gehe ich mal zu Punkt 2. Stichwort Anreise und Nachhaltigkeit. Wir haben ja seit 3 Jahren für das Event ein Nachhaltigkeitskonzept. Da ist auch hier links in der Navigation und der Vorbereitung so ein bisschen was beschrieben, was wir da machen. Ne? Wenn man mal so schaut, was so die Problematik bei Veranstaltungen generell ist, ist das 70% des Footprints, den man da erzeugt, eben durch die An- und Abreisen passiert. Ne? Das heißt, das Schlimmste ist, alle 120, die kommen, fahren einzeln mit dem Auto nach Nürnberg.
Und deswegen haben wir uns überlegt, was wir da machen können. Und da ist hier verlinkt, Sekunde, genau, wenn man hier auf Anreise klickt. Wir haben bei der Deutschen Bahn ein sogenanntes Veranstaltungsticket beantragt. Das bedeutet, wenn ihr darüber bucht, kriegt ihr A, das Ticket zu einem sehr günstigen Preis. Und B, müsst ihr aber im Zug dann quasi bei dem Schaffner euer LOSCON-Ticket vorzeigen. Also das Ticket ist quasi in Verbindung mit dem LOSCON-Ticket, aber damit kommt ihr eben sehr gut hierher zu uns nach Nürnberg. Wir haben dann auch drunter geschrieben, ne, wie man von dort dann letztendlich auch zur Burg kommt. Vielleicht kleiner Tipp, auf der Karte sieht Hauptbahnhof bis zur Burg gar nicht so weit aus. Die Seite schmunzelt schon sich im Augenwinkel. Das Problem ist so ein bisschen, vom Bahnhof lauft ihr quasi runter am Marktplatz und dann den Berg, Burgberg hoch. Letztes Jahr kamen einige so um 12.30 Uhr ziemlich aufgewärmt an, weil es natürlich ziemlich warm sein wird draußen. Also das könnt ihr eben überlegen. Wenn ihr das Veranstaltungsticket habt, kann man auch mit der S-Bahn quasi hinfahren. Was wir hier auch gemacht haben bei den Hotelempfehlungen, wir haben mal geschaut über Booking.com, welche der Hotels verfügen über Nachhaltigkeitszertifikate. Ne? Letztes Jahr hatten wir hauptsächlich die Hotels da gelistet, die nahe dran sind. Und dieses Jahr haben wir eben auch die gelistet, die vielleicht so eine Kombination aus nicht so weit weg und nachhaltig sind. Ne? Also zum Beispiel die Motel Ones in City oder Plera, die sind zwar jetzt nicht ganz so nah an der Burg, aber halt sehr gut an Straßenbahn angebunden. Ich weiß nicht, einige Azimut zum Beispiel, das ist so, liegt so hinter der Burgmauer quasi, da waren letztes Jahr einige, die haben auch ein Nachhaltigkeitszertifikat. Wahrscheinlich Deutsche Jugendherberge wird jetzt schon wieder ausgebucht sein. Also ich habe im Januar oder Februar von einigen gehört, die dort Doppelzimmer gebucht haben, aber ich vermute mal, dass es da jetzt eine Weile schon nichts mehr gibt. Für den Fall, dass ihr irgendwie geartet Mitfahrgelegenheiten machen wollt, haben wir hier unten einfach ein kleines Pad reingepackt. Also wenn ihr sagt, ich fahre von X nach Nürnberg, kann jemand mitnehmen. Letzte Woche beim MOOC-Abschluss haben sich hier zwei getroffen, meinte, wenn du hierher kommst, brauchst gar kein Hotel, kannst bei mir übernachten. Airbnb gibt es immer ein paar Leute, die zusammenkommen. Dafür ist einfach ein Pad drin. Und im Discord haben wir auch so einen Suche-Biete-Kanal, also auch da kann man dann nochmal darauf hinweisen, ne, und sagen, ich fahre am so und so viel, um so und so viel Uhr ab Frankfurt und habe noch zwei Plätze frei. Ne, nutzt das, wenn ihr irgendwie entweder was sucht oder eben jemand mitnehmen könntet. So, schauen wir mal. Genau. Ich spechte hier wieder auf die Handmeldungen. Zweiter Punkt. Chat, Party, genau. Ach ja, Party. Da komme ich ja später noch dazu. Genau, dann Stichwort Hybrid. Es gibt so ein paar Dinge, die ihr mitbringen solltet. Auf jeden Fall solltet ihr mitbringen irgendeine Art von eigenem Endgerät. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich im Apple-Einsaal, was bei uns vor der Bühne sitzt, klar, wir sehen das ganze Bild und so, alles auf der Bühne. Aber es gibt natürlich zu allen Programmpunkten auch einen Chat oder es gibt interaktive Sachen wie Mentimeter oder jemand nutzt ein Whiteboard in der Session. Und wenn ihr das sozusagen selber bedienen wollt vor Ort, dann macht es Sinn, dass ihr quasi ein eigenes Gerät dabei habt. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich auf jeden Fall einen Laptop dabei habe und parallel noch ein Smartphone. Und für die letztes Jahr schon in Discord waren und sich dort auch austauschen wollten, was nicht schaden kann, ist so eine kleine Art von entweder Headset oder Kabelmikrofon. Also diese Apple-Mikrofon am Kopfhörerkabel, das reicht völlig aus, um auch in Discord gut sprechen zu können mit anderen. Aber das wäre sinnvoll mitzubringen. Wir haben dieses Jahr auch versucht, die Stromsituation ein bisschen zu verbessern. Letztes Jahr waren ja die ganzen Endgeräte, die dann geladen haben, so am Rand gelegt. Wenn alles klappt, dann haben wir an allen Tischen Verteiler quasi dort. Und ja, schade trotzdem nicht, irgendwie zu gucken, auf jeden Fall ein Ladegerät mitzunehmen. Vielleicht, wenn der eine oder andere Mehrfachsteckdose eben Gepäck hat, dann kann man die vielleicht auch mitnehmen. Na, das haben wir nochmal gebündelt unter der Seite mitbringen hier. Ne? Also Ticket habe ich gesagt, Endgeräte, Headset, Strom. Und auch Stichwort Nachhaltigkeit. Ihr kriegt jetzt bei uns, weil letztes Jahr hatten wir keine Namensschilder, ihr kriegt dieses Jahr ein Namensschild. Da haben wir uns auch was Besonderes einfallen lassen, nämlich so eine Smartcard, also so eine Karte, die man auch jedes Jahr neu beschriften kann. Und ihr kennt ja bestimmt diese Plastikhalter für diese Scheckkarten, großenartigen Namensschilder, ne? Die man so an so ein Lanyard macht. Ihr kriegt ein Lanyard von uns, ihr kriegt auch die Karte von uns. Lanyard ist auch aus Recycling PU.
Aber wenn euch das so ähnlich geht wie uns oder mir auch, ich habe draußen so einen ganzen Strauß von solchen Schildern hängen, weil man auf jeder Veranstaltung schon mal sowas bekommen hat. Ne? Und wenn ihr wollt, bringt es einfach mit. Ne? Dann könnt ihr, kriegt ihr nur das Lanyard und nur die Karte und dann steckt ihr das in eure eigene Tasche rein. Das ist diese 86x45 mm, also so wie eine EC-Karte groß ist. Wenn nicht, haben wir welche vor Ort, auch recyceltes PU, und dann kriegt ihr auch eine. No, aber wir wollen schauen, dass wir halt da auch so wenig wie möglich Plastikmüll verursachen. Und das Lanyard wird auch so sein, habe ich das hier irgendwo, haben wir das? Nee. Dass wir das von Jahr zu Jahr weiterverwenden können. Ihr kriegt dann so einen kleinen Pin, die online teilnehmen. Da sind die Sachen heute schon in die Post gegangen. Also ein Pin, wo man, den kann man quasi, kennt ihr vielleicht von Pfadfindern früher, so an das Lanyard dran klipsen und dann kommen von Jahr zu Jahr quasi weitere Pins dazu. Dieser kleine Pin ist quasi auch der Einlasspin. Das heißt, egal ob ihr das ans Lanyard macht oder ans T-Shirt oder wo auch immer, das ist das, was ihr am Einlass zeigen müsst, ne? Weil die aus Nürnberg sind, kennt das, die Burg ist so ziemlich ein Touristen-Hotspot. Wenn wir da nicht am Einlass irgendwie gucken, wer rein und nicht rein kann, dann haben wir da die ganzen Touristen drin, die sich die Burg anschauen wollen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Marina hat die Hand oben. Kann ich gerade einen Schluck Kaffee trinken. Ist der Pin für die Online-Teilnehmenden einfach dann ein Souvenir? Genau. Also die Idee ist, dass man so ein bisschen im Laufe der Zeit, also wir werden auch, weil das hat jetzt dem Orga-Team ganz gut gefallen, wir werden jetzt auch die für die alten Lostcons nochmal nachmachen lassen. Das heißt, in Zukunft wird man auf die Lostcons, wenn man bei den vorhergehenden war, sich die holen können. Ne? Und dann ist so ähnlich, wie das bei Pfadfindern ist, kann man dann eben an dem Lanyard sehen, bei welchen Veranstaltungen man schon war. Also das heißt, die Online-Teilnehmerinnen kriegen das genauso, ja. Sieht so aus wie die, wie oben quasi die, der Badge zur LostCon. Genau, dann springe ich auf den vierten Programm. Wir haben das Programm wieder über Pre-Talks. Das heißt, wenn ihr dort auf Programm klickt, ne, dann seid ihr auf dieser Programmseite. Die ist responsiv, das heißt, die funktioniert auf Tablet, Desktop, Smartphone. No, wie ihr seht, ich gehe jetzt einmal erstmal inhaltlich durchs Programm, hatte ich vorhin gesagt, no, wer mag, kann früh schon zum Coworking kommen, Apple-Einsaal ist offen, Mittagspause mit diesen selbstorganisierten Vouchers, wenn ihr es angegeben habt, 13 Uhr geht's los, dann haben wir zwei Impulsvorträge, dann haben wir eine Networking-Aktivität, das war letztes Jahr auch ein Kritikpunkt, no, wir sollen noch weniger Impuls- und Bühnenprogramm an Tag 1, sondern noch mehr Leute vernetzen, miteinander in Gespräche bringen. Das wird die Sandra und die Anke machen. Networking-Session, abends nochmal ein Impuls und dann die Staffel von Lightning Talks. Das seht ihr auch schon. Normalerweise haben wir ja diese Kurzvorträge, die gehen immer von 17 bis 18 Uhr. Im Moment gehen sie bis 17:35. Falls jemand noch einen Lightning Talk einreichen will, könnt ihr das noch machen. Bis Freitag um 12 Uhr. Ich habe jetzt heute auch noch nicht reingeschaut, ob noch was drin ist. Wichtig ist, wenn ihr für den Lightning Talk Folien verwenden wollt, brauchen wir die auch Freitag 12 Uhr als PDF 16:9 in der Einreichung angehängt. Also da, wo ihr den Lightning Talk anreicht, kann man quasi ein PDF hochladen. Ihr könnt gerne, also wenn ihr wisst, dass ihr einen Lightning Talk macht, das schon mal einreichen. Ne? Also Max zum Beispiel sehe ich gerade im Augenwinkel und hat hier einen Lightning Talk eingereicht. Wahrscheinlich hast du noch keine Folien hochgeladen. Na, ihr könnt den einreichen, wir nehmen euch ins Programm und dann brauchen wir aber die Folien für bis Freitagmittag, weil daraus wie letztes Jahr auch quasi ein durchgängiger Foliensatz gemacht wird, dass das mit diesen 5-Minuten-Vorträgen schnell und zügig hintereinander durchläuft. Ich hole mal kurz Luft, ob es zu den Lightning Talks noch. Der Rainer hat eine Plastikhülle gefunden, sehr schön. Die ist aber alt, Rainer, wenn da noch Accenture draufsteht. Okay. Genau, dann abends gibt es Abendessen, 18:15, 18:30, auch wieder im Apple-Einsaal oben, das hat sich ja bewährt. Und wir machen abends diesmal ein Prompt-Battle. Da komme ich nachher nochmal drauf. Wir werden 8 Leute suchen, also 8 Freiwillige, die vor Ort sind. Da muss man zum Teilnehmen vor Ort sein, sonst ist alles hybrid von beiden Enden des Internets möglich. Aber fürs Prompt-Battle muss man vor Ort sein. Das ist dann eben 20 Uhr. Was noch fehlt hier im Programm, sehe ich gerade, ist, wir haben dieses Jahr auch einen Musik-Act, also 2 Leute, die Musik machen, SPR und Benno. Falls sich jemand berufen fühlt, Carsten wollte das ja letztes Jahr organisieren, irgendwie ein Instrument mitzubringen. Wir haben einen großen Mixer auf der Bühne stehen mit XLR und Klinkeneingang. Also wenn ihr
Gesangsmikros, E-Piano, Saxophone, was auch immer dabei habt, bringt es gerne mit. Dann kann man da ein bisschen jammen abends. Genau, wie letztes Jahr auch, sieht man jetzt hier nicht, 22 Uhr ist in der Jugendherberge immer Deadline, da haben die Nachtruhe, also da kommt dann irgendwann der Nachtwächter. Wir schauen aber, dass der uns nicht rausschmeißen muss, sondern dass wir eben rechtzeitig draußen sind von alleine. Genau, zweiter Tag, fast in bewährter Manier, Barcamp-Modus, Eröffnung 9 Uhr früh. Es kam letztes Jahr sowohl bei der LostCon als auch bei Corporate Learning Camp und dem Knowledge Camp so ein bisschen der Punkt auf, das, was sich in der Pandemie eingeschlichen hat, nämlich das Barcamp-Programm komplett vorneweg schon festzulegen. Da geht so ein bisschen Barcamp-Feeling verloren, weil ja vielleicht am Tag davor Ideen aufkommen für Sessions oder jemand auch spontan was machen will. Die Kritik haben wir jetzt im Orga-Team mal aufgenommen und haben jetzt auf der einen Seite einen Call for Participation laufen lassen und gesagt, wer will denn Sessions einreichen. Die Hälfte nehmen wir vorab schon ins Programm, also das sind die, die ihr da seht. Das sind auch die, wenn ihr draufklickt, die Beschreibungen dahinter. Na, und hier rechts der Teil, also quasi Session 9 bis 16, die sind noch offen und die werden wir an Tag 2 pitchen. Also ganz normal, wie ihr das vom Barcamp kennt. Es gibt im Discord einen Kanal, den zeige ich nachher noch. Da kann man schon mal seinen Session-Vorschlag reinschreiben. Aber wir werden früh sozusagen, könnt ihr die pitchen. Dann es wird ganz normal abgestimmt und die 8 Sessions, wenn es mehr sind als 8, mit den meisten Stimmen, kommen dann quasi hier ins Programm. Marina hat die Hand oben, sehe ich. Ja, gibt es am ersten Tag auch Networking-Formate, die online stattfinden oder nur vor Ort? Es ist komplett hybrid. Also wir haben so ein bisschen den Slogan Perfectly Hybrid. Das heißt quasi, der Teil zum Beispiel, der teilt sich auseinander in vor Ort und online und wird online eigenmoderiert und vor Ort und geht dann wieder zusammen. Alle Chats für alle Impulse, auch die Speaker zum Beispiel, ne? Also ich und Markus sind vor Ort, Dorothea kommt von Remote bei den Lightning Talks. Also auch wenn ihr von Remote einen Lightning Talk halten wollt, ne? Die Dori sitzt auf Mallorca zum Beispiel, die macht in Remote. Also alles im Programm, auch die Sessions, sind vor Ort und remote möglich. Hier der Jochen Pfänder ist zum Beispiel remote. Wenn ihr eine Session macht und ihr seid remote, es gibt in allen Räumen sogenannte Room Buddies, also Leute, die quasi vor Ort helfen. Und wenn kein Session Owner vor Ort ist, sondern remote ist, dann spielt er sozusagen so einen vor Ort Koordinator, Moderator, ne, und übernimmt da den Vor-Ort-Teil. Sehr cool. Das heißt, ihr habt da wahrscheinlich irgendein Tool oder Setup für die Online Teilnehmenden dann vorbereitet. Was meinst du mit Tool zum Beispiel? Ich kann mir ja noch nicht vorstellen, ich habe sowas noch nie hybrid gemacht. Okay. Weil so den Vor-Ort-Leuten, die wechseln einfach Tische oder so, da braucht man ja irgendein IT-Setup für online. Genau, also es sind die meisten Sachen, die interaktiv sind, sind in Teams, entweder mit oder ohne Breakout-Gruppen und wir haben parallel Discord als Chat. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Okay, cool, danke. Genau, so. Genau, dann haben wir hier diese 16 Sessions. Gemeinsamer Abschluss am Ende wieder 16 Uhr, so ungefähr, werden wir fertig sein letztes Jahr. Also in der Regel sind wir ein paar Minuten eher fertig, wer Züge hat und so weiter. Aber es dauert auf jeden Fall nicht länger als 16 Uhr an Tag 2. 18 Uhr müssen wir aus der Burg draußen sein. Erfahrungsgemäß ist wie bei einer guten Party, je mehr Hände mithelfen, die Sachen zusammenzuräumen, desto schneller ist man fertig. Also wer nicht direkt einen Anschlusszug hat, der Hans Gärtner wird das so ein bisschen koordinieren, den Abbau, kann gern da ein paar Minuten noch mithelfen, Dinge zu verräumen. Das muss aber nicht sein. Also erfahrungsgemäß sind da immer genug Leute noch da. Genau, so, dann Programm haben wir. Ach ja, das wollte ich noch zeigen, Sekunde. Responsiv hatte ich schon gesagt, ihr könnt hier oben, wenn ihr klickt auf Vortragende, euch das ganze Ding auch sortieren lassen. Ne? Dann seht ihr quasi die ganzen Leute, die quasi für Sessions zuständig sind, also Sessions halten. Und ihr seht hier oben auch eine Programmversion, also wenn jetzt neue Dinge dazukommen, zählt die hoch. Und hier auf diesem kleinen Ausklappmenü, dort könnt ihr euch das Programm auch als iCal-Feed abonnieren in Kalender. Also wenn ihr es zum Beispiel in eurem Google-Kalender, Apple-Kalender, Outlook, wie auch immer haben wollt. Na, da kann man auch hier über den QR-Code gehen, dann wird Vorführeffekt normalerweise ein QR-Code generiert. Scannt man einmal ab mit dem Handy und hat es quasi im Handy-Kalender drin. Na, dann hat man so ein bisschen mehr die Übersicht. Könnt aber auch ganz normal die Webseite nehmen. Also ich empfehle,
die Infoseite und die Programmseite irgendwo im Browser zu bookmarken, dass man die immer schnell im Zugriff hat. Genau. So, dann Abendprogramm. Genau, Musik hatte ich schon gesagt, SPR und Benno. Genau, Prompt Battle. Ich habe letztes Jahr auf dem Chaos Communication Camp ein Prompt Battle erlebt, was quasi so ein bisschen ist wie Promptathon, aber kürzer und lustiger. Und das haben wir uns überlegt, wollen wir dieses Jahr auch auf der Abendveranstaltung machen. Das heißt, wir werden quasi mit 8 Menschen einen Prompt-Battle machen, dann kann man sich so vorstellen, so ähnlich wie ein Rap-Battle. Ne? Vielleicht kennt ihr 8 Mile mit Eminem oder so, wo quasi 2 Rapper auf der Bühne gegeneinander antreten und das Publikum per Applaus bestimmt, wer gewonnen hat. Ne? 8, warum 8 Teilnehmerinnen? Gerade läuft die EM, wir spielen sozusagen eine Vorrunde, da spielen die 8 gegeneinander, dann bleiben 4 übrig. Dann spielen wir 2 Halbfinale und ein Finale. Ne? Also das wird so der Modus sein. Gebattelt wird mit Bild-KI, also es geht darum, bestimmte Challenges, Aufgabenstellungen, die wir euch stellen, quasi zu prompten. Man hat 60 Sekunden Zeit für das Prompting, danach wird das Bild generiert. Jeder kriegt quasi 4 Varianten des Bilds angezeigt, muss sich für eine entscheiden und dann entscheidet das Publikum, wer die Aufgabe besser erfüllt hat, ne? Per Applausometer, also wer den lauteren Applaus einheimst oder die mehreren Stimmen der Online-Teilnehmerinnen in Mentimeter, der gewinnt sozusagen. Und natürlich gibt es auch tolle Preise, verraten wir aber noch nicht welche. Wer da mitmachen will, wir haben ein Formular angelegt. Wenn ihr da draufklickt auf diesen Link, dann geht hoffentlich sowas auf. Ne? Prompt Battle, schreibt da einfach Vor- und Nachname rein. Das löschen wir hinterher auch wieder. Da geht es uns darum, dass wir halt Leute dann ansprechen können im Laufe des Tages. Und einen Nickname. Also wenn ihr B-Rabbit meinetwegen sein wollt als Prompter, so wie Eminem, dann könnt ihr euch da sozusagen einen eigenen Battle-Name eintragen. Müsst ihr aber auch nicht, ihr könnt mit eurem ganz normalen Namen starten. Ne? Die Tabelle, die da entsteht, wird nach der LostCon auch wieder gelöscht. Genau, und das, wie gesagt, also die Teilnahme, wir hatten kurz überlegt, ob wir es online hinkriegen, aber das ist vom Ablauf eh schon so komplex, weil wir quasi 2 Rechner auf der Bühne haben und die Displays an die Wand werfen müssen und die Aufgaben einblenden müssen, dass wir uns das dieses Jahr noch nicht zugetraut haben, das Battling in Hybrid zu machen. Also da kann man abends dann von Remote nur zuschauen und mitstimmen. Das heißt, ins Formular eintragen, vielleicht nur die Leute, die vor Ort sind. Genau, gibt es da noch, weil das ist so ein bisschen was Neues zum Prompt Battle. Der Gerd hat schon geschmunzelt. Ihr habt auch schon mal so ein Prompt Battle gemacht, aber mit Text-KI und mit einem GPT, was die Bewertung gemacht hat. Ne? Wir sind jetzt hier mit Bild-KI und mit Applaus als Bewertung. Aber ein großer Spaß und es wird bestimmt toll. Ich bin auch schon gespannt, ja. Christian sagt, wenn Simon nicht zutraut. Ja, gut. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal war bei Microsoft The Hive in München und so, die haben schon so eine Bühne, wo man dann so 9:16 Displays auf die Bühne rollen kann, wo dann Menschen drin sind, ne, die quasi nur das eine Bild aus der Teams-Session sind, aber das hätte uns irgendwie abends bestimmt 2 Stunden Umbauaktionen auf der Bühne gekostet und das hätte gleichzeitig gehießen, dass ein Teil des Orga-Teams nichts zum Abendessen kriegt. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir jetzt erstmal den Durchlauf so. Und wenn das gut klappt, dann probieren wir es eben auch in Hybrid vielleicht nächstes Jahr aus. Thomas ist gespannt, das ist schön. Genau, 6. Punkt, ich weiß nicht, für die, die letztes Jahr da waren, wir hatten ja dieses Gästenetz von der Burg, das war ja nicht so dolle. Ich denke, die, die da waren, werden sich daran erinnern. Und wir haben ja das Eventnetz von der Jugendherberge letztes Jahr verwendet, um die Breakout-Raum-PCs und die Bühne für Streaming da reinzuhängen. Das werden wir dieses Jahr umstellen. Also das heißt quasi, ihr könnt dieses Jahr dieses Eventnetz von der Burg nehmen. Das ist auch nicht riesig von der Bandbreite. Das ist, glaube ich, so ein 150-Netz. Ne? Das heißt, wer irgendwie LTE auf dem Telefon hat mit Flatrate oder sich so ein Daypass drauf buchen will, das kann sicher nicht schaden. Die Netzabdeckung ist ganz gut, aber Wi-Fi wird auf jeden Fall viel besser werden als letztes Jahr und für Livestream und Breakout-Räume bauen wir uns ein eigenes Netzwerk hin. Das ist nur wichtig zu wissen, ne? Für euch ist dieses DJH-Event dann. Hängen wir auch nochmal so kleine DIN A4-Poster auf mit QR-Code zum Einwählen und Login-Passwort.
Und in das Cognion Event Net wird er nicht reinkommen, weil da hängen quasi unsere Rechner und die Breakout-Rechner drinnen. Genau, das ist das. Dann schauen wir ein bisschen aufs Tooling. Machen wir vielleicht erstmal den ersten Teil. Toolset bleibt im Kern gleich wie letztes Jahr, weil das Feedback insbesondere auch zu Discord so überwältigend war. Das hat eigentlich allen ziemlich gut gefallen. Das heißt, wir haben für alles, was in Bühne stattfindet, für alles, was in Breakout-Räumen stattfindet, Teams. Anders als jetzt wird bei den Teams-Meetings der Chat deaktiviert sein. Das ist was ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir machen den Chat, den Text-Chat auch über Discord. Das heißt, das ist so ähnlich wie wenn ihr beim Eurovision Song Contest oder bei der Heute-Show Fernseh schaut und parallel das Smartphone offen habt für den Chat. Der Grund ist, dass diejenigen, die kein Teams-Login haben, sobald die aus den Teams-Meetings rausspringen, den Chat nicht mehr im Zugriff haben. Also der wird nicht persistiert. Und das bedeutet, dass alles, was so an Diskussion und Links und so weiter ist, dann für diejenigen im Nirvana verschwunden ist. Und deswegen gibt es quasi für alle Räumlichkeiten sozusagen der Veranstaltung gibt es auch einen Discord-Kanal, den zeige ich dann auch noch. In den Breakout-Räumen haben wir wieder die Hybrid-Meeting-Kits im Einsatz, dieses Mal in Version 3. Ich sehe die Seite, Christian Kaiser war da, also einige von euch haben die schon in Aktion auch gesehen. Wir haben eine eigene Seite aufgebaut, wo die so im Kern beschrieben sind. Das macht sicher Sinn, die einmal durchzulesen, vor allen Dingen auch die Leute, die Session machen. Da ist auch beschrieben, was die Room Buddies für euch tun, was ihr tun müsst, wenn ihr Vorteilnehmer seid, was für euch sinnvoll ist, wenn ihr remote seid. Also das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, das wäre betreutes Vorlesen. Im Kern ist es so, dass quasi in den Räumen ein eigener PC steht, der den ganzen Tag eingewählt ist. Es ist eine Webcam, die eine totale quasi vom Raum aufnimmt, also die nimmt alle Leute in dem Raum auf. Und so ein bisschen Herzstück sind diese Funkmikro, die man hier oben sieht. Also das heißt, wir haben quasi Funkmikros, wo zwei Mikros dranhängen. Weil ihr kennt es vielleicht in diesen ganzen Freisprecheinrichtungen und Videobars, wenn irgendjemand hinten im Raum sitzt, entweder man hört ihn gar nicht oder man hört ihn total hallig. Und sobald einer vorne seine Kaffeetasse hinstellt, dann hört man da fast gar nichts mehr. Das heißt, wir versuchen mit den Mikrofonen so nah wie möglich an die Leute ranzukommen, die sprechen. Die haben hinten dran, das sieht man jetzt hier nicht auf dem Bild, hinten dran so einen kleinen Clips. Das heißt, wenn man einen Session-Owner hat, der erstmal einen Impuls gibt, kann ich mir das oben ans Revier heften zum Beispiel. Und fürs zweite Mikrofon gibt es dann die Variante entweder die Würfel oder diese Handadapter hier. Bei den Würfeln ist in der 6 ein Schlitz, da kann ich das Mikrofon reinstecken. Warte mal, da ist jemand ein bisschen laut. Ja, okay. Da kann ich das Mikrofon reinstecken und dann quasi in die 6 sprechen, dann bin ich nah dran. Wichtig, ne? Nicht in die 1 sprechen, dann zeigt das Mikro in die andere Richtung, da hört man nicht so viel. Oder es gibt diese Handadapter, damit kann man quasi das Mikro reinstecken, so einen Schaumstoffaufsatz drauf und kannst du ähnlich verwenden wie ein Interviewmikrofon. Ja, was wichtig ist, sowohl für Session-Owner als auch für Leute, die quasi teilnehmen an der Session, wenn ihr quasi vor Ort im Raum in die Videokonferenz reingeht, wählt bei Teams ohne Audio aus. Also es braucht keiner von euch Audio, weil wir das Audio quasi komplett über die PCs machen, die vorne stehen. Ja. Müsst ihr jetzt nicht alles euch merken, das werden dann auch die Roombuddies vor Ort quasi nochmal euch sagen oder helfen. Man hört es auch sofort, wenn jemand mit Audio reingeht, weil man sofort quasi die Rückkopplung hört. So, ich schaue gerade im Chat, da ist ein roter Punkt. Genau, Discord. Sehr interessant. Wer hat denn, hebt mal vielleicht die Hand, wer hat noch nie Discord verwendet? Keine Hand ist oben, eine. Na, das ist unfair, das dauert eine ganze Weile. Marina hat die Hand oben. Genau, also Discord ist vielleicht das Tool, was im Gegensatz zu Teams, ich glaube bei Teams sind ja jetzt viele dran gewöhnt, was erstmal so ein bisschen ungewöhnlich ist. Na, jetzt durch KI hat sich durchaus etabliert, weil, sagen wir mal, die ganzen Community-Netzwerke, KI, sei das Midjourney, Lion, Stable Diffusion und so weiter, die sind alle auf Discord. Deswegen denke ich, dass dieses Jahr schon viel mehr Leute irgendwie Discord-Erfahrung haben im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wir haben gesagt, deswegen wollen wir eben auch ganz kurz die Stunde danach, wer will, einfach ein bisschen testen, ausprobieren auf Discord.
Ich würde euch das einmal so grundsätzlich zeigen, wie das aufgebaut ist. Ihr müsstet alle einen Einladungslink bekommen haben zu Discord. Wenn das nicht der Fall ist, dann... Sekunde. Packe ich euch den auch nochmal in den Chat. Hast du ein Verfallsdatum angegeben für 7 Tage? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay. Aber der stellt sich immer wieder zurück. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe ihn jetzt gerade auf nie eingestellt. Mhm. Normalerweise bleibt das auch so. Weil nicht, dass er sich nochmal ändert. Ja, man muss eh nur einmal beitreten, danach ist man quasi drinnen. Nur der Einladungslink. Aber wenn jemand später geht, dann könnte es nicht mehr passen. Genau, richtig. Danke dir, Doris. Genau, also ihr seht jetzt hier die Discord-Oberfläche. Im Kern ist das so ähnlich, wie ihr das von Teams, Slack, RocketChat, Mattermost, wie sie alle heißen, auch kennt. Also es ist quasi eine chatbasierte Plattform. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch da mit privater, geschäftlicher, wie auch immer, E-Mail-Adresse anmeldet. Das müsst ihr prüfen, ob ihr das dürft, ob ihr auf dem Geschäftstelefon Discord verwenden dürft, ob ihr ein privates Telefon nehmen müsst. Deswegen haben wir euch nicht eingeladen zu Discord. Also wir haben keine E-Mails, keine Anmeldedaten von euch bei Discord angegeben, weil theoretisch, wenn ihr sagt, Discord will ich überhaupt nicht, dann müsst ihr da auch gar nicht rein. Dann könnt ihr halt an manchen Sachen nicht mitmachen. In die Teams-Termine kommt ihr trotzdem rein. Genau, also das ist euch überlassen. Ihr könnt Discord verwenden über Webbrowser, das funktioniert sehr gut, über Desktop-App, über die Mobile-App. Wenn ihr sagt, was empfehle ich euch, ich verwende alle drei Varianten. Also ich habe sowohl auf dem Smartphone als auch die Desktop-App, das ist die ihr jetzt seht. Und wenn ich auf einem anderen Rechner bin, verwende ich es im Browser. Anders als bei anderen Tools ist die Funktionalität ungefähr gleich in allen drei Varianten, wie ich quasi reingehen kann. Ihr seht links in der Navigation, ich mache mal gerade hier alle zu, dann ist das nicht so, lenkt das nicht so ab. Ihr seht hier quasi Kategorien, also oberste Ebene, jetzt Willkommen zum Beispiel oder Allgemein oder Räume oder Coworking oder soziale Medien und so weiter. Das sind Kategorien und darunter gibt es Kanäle. Also das ist so ähnlich wie in Teams, nur dass es dort das Konstrukt von Kategorien nicht gibt. In Teams sind alle Kanäle einfach untereinander. Hier kann man es noch so ein bisschen differenzieren. Wir haben das so gemacht, dass es so ähnlich ist wie in der Burg auch. Es gibt eine Lobby, da kommen alle an. Da seht ihr jetzt auch hier, alle, die dem Anmeldelink folgen, tauchen jetzt hier nach und nach auf. Da hat man so ein bisschen Überblick, wer ist denn schon da. Wenn ihr hier rechts oben auf die Personen klickt, dann sieht man auch sozusagen, wer ist online und hier unten, wer ist offline. Also offline sind 26, online sind 27. Also wir haben ein Drittel der Leute quasi jetzt schon auf Discord drauf. Genau, dann gibt es zwei Varianten von Kanälen. Ihr seht jetzt hier bei den oben, so ähnlich wie beim Hashtag, haben die hier so ein Doppelkreuz. Das sind Textkanäle und dann gibt es manche, die haben so einen Lautsprecher, das sind Sprachkanäle. Die machen eigentlich, was der Name sagt. In Textkanälen kann man schreiben und in Sprachkanälen kann man sprechen. In den Sprachkanälen kann man neben Sprechen auch noch chatten. Also die sind so ein bisschen wie kleine Videokonferenzen. Das ist dafür gedacht, dass so die Lerngruppen oder ihr trefft jemand oder ihr wollt euch abends mit jemand austauschen, der aber remote ist, dann kann man quasi die Sprachkanäle nutzen. Wir haben neben der Lobby hier so einen Post mit erste Schritte, den werden wir auch noch ein bisschen ausbauen, für alle, die noch keine Discord-Erfahrung haben. Was sind so die Kernpunkte? Wir haben einen Kanal gemacht mit Vorstellungsrunde. Das ist, kann man hier sehen, da kann man so ein bisschen, wie man es vom Barcamp gewohnt ist, Name, Organisation, drei Hashtags. Und vielleicht ganz wichtig, hier so sieht man bei der Doris schön Vernetzungsoptionen, LinkedIn-Link oder auch ein Blog, dass man da eben gleich ein bisschen gucken kann, wer sind Leute, die spannend für mich sind und sich mit denen vernetzen kann direkt. In der Allgemeinkategorie gibt es den Programmkanal, dort findet ihr den Link aufs Programm. Da kommen auch die Teams-Einwahldaten rein. Also das heißt, das ist der Ort, wo ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich muss jetzt in Raum Eppelein-Saal oder ins Auenland zum Beispiel, dann kommen hier, wo jetzt noch Volk steht, kommen die Teams-Einwahldaten rein. Das ist ein wichtiger Kanal. Da wird sich auch nicht viel ändern, das wird statisch sein, aber das ist der Ort, wo ihr euch sozusagen einwählt dann. Dann Session Pitch ist der Kanal, den ich vorhin genannt hatte. Also wer jetzt für die zweite Hälfte der Sessions an Tag 2 schon mal Session vorschlagen will, einfach Titel, Kurzbeschreibung, ob ihr remote seid, ob ihr vor Ort seid, könnt ihr hier eintragen.
Am Mittwoch werden wir dann früh zwischen 9 und 9.45 eine Runde machen, wo jeder quasi seine Session vorstellen kann. Wenn es mehr sind als 8, die hier vorgeschlagen werden, machen wir darauf auch noch ein Voting. Und wie ich vorhin gesagt habe, die mit den meisten Stimmen kommen ins Programm. Dann gibt es Kanalsuche Biete, ne, für alles Mögliche. Ihr sucht Mitfahrgelegenheit, ihr sucht jemanden, der euch mit Stable Diffusion helfen kann. Also das soll wie so ein schwarzes Brett funktionieren. Darunter gleich Lost and Found Kanal. Das ist, ne, da bleiben mal Netzteile liegen, jemand hat seine SD-Karte verloren. Dafür ist das da, ne, gesucht, gefunden. Dann schießen viele Leute Bilder. Dafür haben wir, das hat letztes Jahr eigentlich ziemlich gut funktioniert, so einen Impressionenkanal angelegt. Also da könnt ihr einfach Fotos reinposten oder kurze Videos oder so. Das ist wie so ein gemeinsames Fotoalbum, wenn man so will. Wir haben einen Infodesk. Das wird quasi jetzt im Vorfeld, schauen wir da schon auch drauf, so richtig dauerhaft besetzt wird es dann quasi ab der Veranstaltung sein. Das heißt, alle Fragen, die ihr habt, könnt ihr in den Infodesk reinschreiben und da wird dann in der Regel während der Veranstaltung auch innerhalb von Minuten geantwortet werden. Wer vor Ort ist, kann natürlich einfach zum Infodesk hinlaufen, ne, und dort fragen. Dann haben wir ein bisschen ein Experiment. Ich hatte es vorhin schon geschildert, dieses Namensschild. Ich bringe da mal gerade nochmal rüber. Auch da gibt es eine Seite dazu. Also ihr kriegt so ein Namensschild. Jetzt hätte ich auch eins mitbringen können. Müsst ihr euch vorstellen, ne, das ist wie so eine EC-Karte oder Kreditkarte. Da steht auf der einen Seite, hallo, mein Name ist. Und auf der Rückseite steht, hello, my name is. Also einmal Deutsch, einmal Englisch. Wir haben Folienstifte vor Ort. Da kann man sozusagen diese weiße Fläche beschriften. Und auf die Karte aufgeklebt ist ein NFC-Tag. NFC ist das, die Near Field Communication, also die Technologie, die aktiv wird, wenn ihr mit Apple Pay zum Beispiel zahlt, ne? Also Funkstandard. Und wir haben auch den NFC-Tag jetzt standardmäßig für alle draufgeschrieben, den Link zum Programm. Also wenn ihr mit dem Smartphone das Namensschild scannt, dann landet ihr automatisch auf der Programmseite. Und wir haben hier unten aber beschrieben, wie man sozusagen diese Karte sich selber neu konfigurieren kann. Also ihr könnt dort auch den Link zu eurem LinkedIn-Profil zum Beispiel draufpacken. Das heißt, wenn jemand gegenübersteht, ne, statt irgendwie eine ausgedruckte Visitenkarte dem in die Hand zu drücken, kann man sagen, hier scan mein Namensschild ab, der hält es hin. Wenn die LinkedIn-App installiert ist, geht direkt LinkedIn auf und man kann sich sofort vernetzen. Könnt aber auch einen Link zum Mastodon-Profil oder zum Blog oder eine ganze Visitenkarte, also da gibt es alle möglichen Varianten. Das haben wir versucht, hier so ein bisschen zu dokumentieren. Und nachdem das jetzt das erste Mal ist und es im Vorfeld schon das eine oder andere Problem gab, haben wir hier auch einen eigenen Kanal angelegt. Also wer da Fragen hat oder coole Sachen rausfindet, was man damit machen kann, der kann hier einfach draufgehen und im Textkanal Fragen stellen oder Sachen posten. Genau, dann sehe ich, Astrid und Winnie haben schon den Weg in Burggarten gefunden. Burggarten ist ein Sprachkanal. Wir haben ja, da weise ich auch alle drauf hin, die vielleicht vor Ort sind. Sekunde. Burg, wenn ihr, also hier oben, jetzt muss ich selber schauen, hier oben ist quasi Fünfeckturm und unsere Location und hier hinten lang entstreckt sich der Burggarten. Das ist ziemlich schön, da durchzuspazieren, gerade jetzt auch, wenn es so heiß ist, ist da schön kühl. Und da haben durchaus, letztes Jahr saßen da Leute drin und haben von dort ihre Sessions gemacht oder sich von da in die Sessions eingewählt. Und das haben wir versucht, hier so quasi nachzubilden. Ne? Das heißt, man kann, wenn man will, hier virtuell in den Burggarten gehen und sich dann mit Leuten unterhalten. Das ist so ein bisschen der, wer die Republika kennt, der Hof oder so. Ne? Und ihr könnt dann aber auch, wenn ihr Gruppen habt, mit denen ihr sprechen wollt, könnt ihr euch kleinere Sprachkanäle anlegen. Das zeige ich auch gleich noch, wo das geht. Also das ist so die Allgemeinkategorie. Dann, wie ich gesagt hatte, gibt es die Chatkanäle zu den Räumen. Die haben wir natürlich designmäßig auch dem, neben dem Apple-Einsaal, der heißt halt, wie er heißt, von Auenland bis Mordor quasi benannt, wie verschiedene Orte in Lord of the Rings heißen. Und zusätzlich gibt es dieses Jahr neu Foyer erster Stock einen Podcast-Tisch. Das wird der Latti machen. Ich weiß nicht, ob der Latti da ist. Tobias schreibt schon in den Chat, verlorene SD-Karte. Genau, also gibt es einen Podcast-Tisch. Sekunde, das haben wir, ist auch eine Infoseite schon dazu. Ich glaube, da bist du drauf, Gerd. Ne? Das wird so ähnlich sein, wie wir es damals bei euch hatten, mit ein bisschen anderem Audio-Interface. Da kann man quasi, wenn man will, podcasten oder sich auch erklären lassen, wie Podcasten geht. Ne? Ihr könnt dort aber auch gern Episoden aufnehmen. Also ich glaube, weiß nicht, Tobi, ob ihr wieder was aufnehmen wollt dieses Jahr. Ich wäre mit dem
Lati noch irgendwie einen Weg finden, wo man auch am Podcast-Tisch so Slots buchen kann, um dann selber was aufzunehmen dort, wenn man das möchte. Na, hier unten ist beschrieben, wie da die Technik ist. Also bis zu 4 Leute können da podcasten. Ne, sei das so ähnlich wie bei SAP-Forum das war. Also im Prinzip ist die Kiste so verpackt geblieben, wie sie von Waldorf zurückgekommen ist. Und es gibt ein USB-C-Kabel am Audio-Interface. Da könnt ihr auch einen Rechner anschließen und könnt dann Leute per Remote reinnehmen. Also wer da interessiert ist, auch wenn ihr es noch nie gemacht habt, das lernt man schnell. Sprecht einfach mich oder Lati oder irgendjemand anders aus der Podcast-Crowd an. Die können euch das dann schnell zeigen, könnt ihr da ein bisschen experimentieren. Genau, und das hier ist ein Chat-Kanal, also da kann man sich nicht einwählen in den Podcast-Tisch. Wenn wir das brauchen sollten, können wir das auch noch anlegen. Aber der ist erstmal angelegt hier, der Chat-Kanal, um so ein bisschen zu koordinieren, was rund um den Podcast-Tisch passiert. Also nicht wundern, wenn ihr da reingeht, dass ihr da noch nicht mit den Leuten am Tisch sprechen könnt. Genau, das ist noch ein bisschen Work in Progress hier, der Coworking- und Co-Learning-Bereich. Vielleicht die letztes Jahr dabei waren, wissen ja noch, wir hatten letztes Jahr da diese Learning Circle gebildet, indem wir einfach die Leute 1, 2, 3, 4, 5 durchgezählt haben. Das haben wir jetzt dieses Jahr nicht, weil sich ja verschiedene Learning Circles schon über den MOOC gebildet haben, der jetzt im Vorfeld gelaufen ist. Und wir gedacht haben, wenn andere sich noch zu Gruppen zusammenfinden wollen, dann kann das jetzt sozusagen komplett selbst organisiert passieren. Und was wir hier gemacht haben, ist einfach eine Kategorie zu schaffen. Da liegen jetzt einfach erstmal eine Latte freier Kanäle. Und die könnt ihr, wenn ihr drauf geht auf so einen Kanal und dann hier auf Kanal bearbeiten, könnt ihr die umbenennen. Also könnt ihr ihm hier einen eigenen Namen geben und könnt ihn quasi für euch und eure Gruppe claimen. Florian hat sich da schon hingesetzt. Wenn ihr da jetzt irgendwie, was ich hatte im MOOC Stable Diffusion Prompt, das hieß mein Learning Circle, könnte ich den Kanal so umbenennen und dann ist das ein Signal, quasi hier sitzen die Stable Diffusion Prompters. Da liegt überhaupt keine Berechtigung dahinter, sondern das funktioniert genau wie der Coworking Space in der Burg. Ne, ich sehe die Tische, ich höre, was die Leute da sprechen. Ne, also wie man jetzt sieht, Florian, Frank, Schoklotz sind da reingegangen. Ne, wenn ihr jetzt nicht mit eurem Mikrofon in Teams drin wärt, könntet ihr euch da unterhalten. Und könnte es auch nicht abschließen. Also das soll wirklich so offen gedacht sein, dass man sieht, wer sitzt wo und was sind die Themen oder die Grüppchen. Das sind jetzt erstmal 10 angelegt. Ein Virenladen gibt es schon, sehe ich. Also Prinzip ist verstanden. Sobald wir feststellen, dass das eng wird, legen wir da einfach weitere an. Also da gibt es überhaupt keinen Platzmangel. Wir hatten experimentiert, ob ihr die selber anlegen könnt, aber dann hätten wir allen Teilnehmerinnen Manage-Recht auf dem Discord-Server geben lassen, dann hättet ihr auch alles löschen können. Nicht, dass wir kein Vertrauen haben, aber das könnte uns in Trubel bringen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir legen dann einfach auf Stapel nochmal neue an. Falls die voll sind und wir merken es nicht, kommt einfach an den Infodesk oder sprecht jemand aus dem Orga-Team an. Dann machen wir das. Genau, dann haben wir noch die letzte Kategorie hier, YouTube. Da landen so wie beim MOOC automatisiert die Aufzeichnungen, also sowohl Tag 1 als auch die Sessions landen in der YouTube-Playliste. Außer die Session-Owner haben ein Opt-out beim Recording gemacht, dann wird es nicht aufgezeichnet. Und wir haben hier einen Bot eingebunden, der sozusagen automatisch alles, was auf dem YouTube-Kanal kommt, postet. Na, das heißt, da seht ihr dann vielleicht schon während der Veranstaltung, sicher aber dann danach, wenn die Aufzeichnungen der Sessions quasi verfügbar sind. Na, und das Gleiche gilt für Mastodon. Wenn ihr auf Mastodon postet mit dem Hashtag LostCon24, holt sich das auch der Bot und postet das da rein. Also das heißt quasi für alle, die nicht auf Mastodon sind, die können das quasi nutzen, um zu sehen, was auf Mastodon geschrieben wird dazu. Leider kann der kein LinkedIn, sonst hätte man das auch machen können. Aber der kann eben nur Mastodon. Okay, so, dann springe ich mal nochmal zurück. Dann schauen wir mal, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube, so langsam. Genau, Tools sind wir durch. Dann ein Punkt noch. Wir unterstützen als Community seit diesem Jahr den Berlin Code of Conduct. Also wir hatten so ein paar kleinere Fälle in der Community, wo es so, ich will nicht sagen Haklichkeiten, aber ein bisschen Auseinandersetzung gab. Was ich letztes Jahr auf der Lost Con hat irgendjemand Werbung gemacht, zum Beispiel auch im Nachgang. Oder es haben sich Leute nicht eingebunden gefühlt oder. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal, wir unterstützen diesen Berlin Code of Conduct. Wer mag, kann sich den mal durchlesen. Na, das ist so ein mehrsprachig verfügbarer Code of Conduct, der eben als Ziel hat, möglichst vielfältige Gruppen von Leuten zusammenzubringen und die in einer harmonischen Art und Weise
mit diesem Open Source Flavor und einer offenen Kultur interagieren zu lassen. Na, und da gibt es eben diese gewisse Statement, also die 5 Punkte machen Sinn, sich mal anzuschauen, na, was da für eine Art von Verhalten erwartet wird, aber auch was zur Not eben sanktioniert wird. Also das heißt, sich aktiv und authentisch zu beteiligen, ne, zur Gesundheit und Langlebigkeit der Community beizutragen, allen gegenüber rücksichts- und respektvoll zu sein in Wort und Tat, sich um Zusammenarbeit zu bemühen, ne, um vielleicht Konflikte von Anfang an zu vermeiden. Sprache ist ein großes Thema. Wir haben so ein bisschen Gender-Experimente dieses Jahr auch gemacht. Vielleicht habt ihr das Y schon entdeckt an der einen oder anderen Stelle. Also ein bisschen darauf zu achten, ne, dass man da auch alle Leute einbindet. Und vor allen Dingen auch zu schauen, wenn's, auch wenn es einen nicht selber betrifft, einfach in der Umgebung darauf zu achten, ob irgendjemand anders betroffen ist oder sich auf einmal ausgeschlossen fühlt. Wenn das so ist, dann einfach bei der Orga melden und wir kümmern uns dann darum. Also wir haben noch kein Attention-Team oder so, das braucht man nicht, glaube ich, aber so ein bisschen Sensibilisierung dafür ist, glaube ich, sinnvoll. Also wer mag, kann das mal durchschauen, be excellent to each other. Also schauen, lass uns alle schauen, dass es einfach ein cooles Event für alle wird und alle da was rausnehmen können. Genau, letzter Punkt, wenn Fragen offen sind, wie kann man uns erreichen? Orga-Team, die Seite hatte ich ja schon mal gezeigt, das sind die Links zu den einzelnen Orga-Team-Mitgliedern drauf. Wahrscheinlich auf LinkedIn zu schreiben ist nicht so sinnvoll oder weiß ich nicht. Wenn ihr konkret was habt an einen, dann ja. Es gibt hier ein E-Mail verlinkt, also das ist ein zentrales Postfach, wo die Orga draufschauen kann. Wahrscheinlich der beste Ort jetzt auch während der Veranstaltung ist der Infodesk-Kanal in Discord, weil da schauen einfach sehr viele Leute zeitgleich drauf, ne? Und alles, was wir dort dokumentieren, spätestens wenn die Frage ein zweites Mal kommt, schreiben wir es auch in die FAQ rein. Das lässt uns die Veranstaltung auch stressfrei erleben, ne? Wenn man nicht die ganze Zeit an der E-Mail-Box oder mit so individuellen LinkedIn-Chats beschäftigt ist. Genau, und dann habe ich, im Augenwinkel sehe ich gerade noch einen Punkt. Vielleicht kann da Max oder Katja was zu sagen. Wir haben ja letztes Jahr das erste Mal das Experiment gemacht, so LostCon Everywhere. Also klar gibt es in Nürnberg den Veranstaltungsort, wo viele sind, aber es gab auch letztes Jahr schon einen Satellit in der Schweiz und den wird es auch dieses Jahr geben. Und wenn gewünscht, kann es auch gern noch weitere Satelliten geben, wo sich einfach mehr Leute treffen, dass es nicht binär der Modus ist, viele in Nürnberg oder ich sitze allein zu Hause, sondern vielleicht ist es auch schön, mit einer Handvoll, zwei Handvoll Leuten in einem Coworking-Space zu Hause, im Garten, wo auch immer, LostCon zu erleben. Und ich weiß nicht, Max oder Katja, einer von euch beiden, wenn ihr wollt, könnt ihr dazu was sagen noch und dann packen wir die Infos auch hier noch auf die Seite drauf. Katja, bitte. Das mache ich gerne, danke Max. Ja, wir sind vermutlich so zwischen 10 und 12 Personen nächste Woche in Bern, freuen uns riesig, dass wir da quasi so halb hybrid auch dabei sein können, werden den Social Part auch so ein bisschen gestalten, sodass wir auch ein bisschen das Burgfeeling bei uns haben, wahrscheinlich nicht ganz so vergleichbar wie bei euch, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das mit dieser wirklich auch vielseitigen Truppe und spannenden Kolleginnen und Kollegen aus dem ELN-Bereich der Schweiz sehr gut hinbekommen. Alle sind informiert, falls jetzt doch noch jemand hier auch im Call dabei ist aus der Schweiz und noch nichts wusste, dass wir uns physisch treffen in Bern, kommt auf mich zu. Ich schreibe meinen Kontakt noch hier kurz in den Chat rein. Wir sind immer noch flexibel, weitere Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Sehr schön. Max, du hattest mir ja vorhin so ein paar Infos geschickt. Wenn nichts dagegen spricht, würde ich hier einfach eine Überschrift Bern aufmachen und die dahin kopieren. Ja, genau. Da ist ein Formular und so dabei gewesen, dann hat man es zentral, ne? Ja, das wäre top. Noch besser. Genau. Genau. Und Marina schreibt, ist jemand hybrid im Frankfurter Raum dabei? Also, wenn ihr wollt, genau für sowas ist dieser Suche-Biete-Kanal. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe im Office Platz, da gibt es einen Raum, da kann man sich verteilen, ich würde in Frankfurt was anbieten oder auch an jeder anderen Location, macht das einfach über den Chat, schreibt es da rein. Doris hat geschrieben, falls jemand auf Mallorca ist, ist ja fast verlockend, da noch einen Flieger hinzubuchen. Gerne ich wollte gerade sagen, geht noch. Geht noch, ja, noch kommt mal hin, absolut. Genau, also das können wir alles hier aufnehmen, nehmt einfach Kontakt auf, auch wenn ihr Links habt zu Formulare mit Anmeldungen, können wir alles auf diese Seite mit draufschreiben, dezentrale Lokationen. Das wollen wir auch in den nächsten Jahren ausbauen, weil ich finde, also die Burg, die ist halt auf 120 limitiert, also ab dann wird es halt wirklich lauschig, gerade wenn es so warm ist da.
Ne? Und ich finde es persönlich immer schöner, halt, auch wenn es 5-10 Leute sind, mit denen man teilnimmt, finde ich immer schöner, als alleine zu Hause zu sein. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept, da irgendwie rund um die Welt solche dezentralen Lokationen zu haben. Vom Stefan habe ich, glaube ich, gerade noch gesehen, für den Vorabend-Event, da hatte ich noch nichts gesagt, hierbei wichtige Termine. Wir haben, die LostCon findet ja immer während des Nürnberg Digital Festivals statt. Das ist eine Woche oder 10 Tage, es sind, glaube ich, hier in Nürnberg 400 Events Größenordnung, davon ist die LostCon eines. Und wir nutzen quasi, wir legen uns eigentlich immer so, dass wir am Tag nach dem Opening liegen. Also am 1.7. ist das Opening von Nürnberg Digital Festival. Ich weiß nicht, die hier wohnen, seid ihr, wenn du so im Auto rumfährst, ist alles schon gelb plakatiert, also die ganze Stadt ist gelb. Na, und damit man, also wenn ihr da schon kommt, damit man da teilnehmen kann, das findet im Parks, also im Parkcafé statt, muss man sich nochmal anmelden. Und die Anmeldung ist kostenfrei über Eventbrite. Das heißt, hier bei Vorabend haben wir das verlinkt. Ne? Dann landet ihr, glaube ich, jetzt hier direkt auf einem, ja, nochmal so einer Zwischenseite. Und dann gibt es quasi eine Eventbrite-Anmeldung und dort könnt ihr euch dann für den Vorabend-Event anmelden. Das heißt, da haben wir nichts mit zu tun. Es kostet auch nichts, aber muss angemeldet sein, weil die halt wegen Brandschutz auch eine, hier unten ist es dann, ne? Eine Teilnehmerlimitierung haben. Ich glaube, das geht ab 16 Uhr da los. Orga-Team wird so ab 19 Uhr ungefähr da sein. Wir werden bis 18 Uhr sowas auf der Burg sein und dann darüber wandern. Euch bleibt natürlich offen, da auch schon früher hinzugehen. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr kommen wollt und noch kein Ticket habt, würde ich euch empfehlen, das jetzt am besten gleich zu buchen, weil da sicher im Lauf der Woche wird es dann voll sein. Dann kommt man halt nicht mehr rein. Wir kennen die Veranstalter, also wenn ein oder zwei nicht reinkommen, da kann man schon nochmal fragen im Hintergrund, aber 10 oder 20 kriegt man halt nicht mehr rein. Okay, die ersten springen schon raus, es ist 14 Uhr. Ich habe euch aber auch alles erzählt, was ich wollte. Es ist die Frage, ob noch irgendwas, ob ihr noch was habt, was ihr jetzt noch fragen wollt. Und wenn nicht, hätte ich gesagt, wir springen dann mal nach Discord rüber. Also wer sozusagen das mal ausprobieren will, der kann da einfach rüberspringen. Ich werde jetzt gleich auch in den Burggarten gehen. Doris bleibt noch ein bisschen hier in Teams. Und die Patricia wollte noch jemand ausprobieren, wie die Abstimmung funktioniert.